So, was kann ich denn hier noch machen? Eine Polizeiwache? Produktion, Produktion. Ein Rathaus braucht's noch. Gut. Mehr Setz dich ist lieber gar in den nicht. Schatten. Könnte noch eine Feuerwache hinbauen, wenn ich möchte. Krankenhaus. 600 Älteste. Oh ja. Heftform. Habe ich nicht. Danke für gar nichts. Ach doch, eine Teff-Fruchtbarkeit habe ich. Ach, wusste ich nicht. Auch vor bewässerten Boden. Ja, war ja klar. Ich brauche halt die Lehmziegel. Aber ich kann die. Ah doch, ich kann sie herstellen. Ich habe ja Teff hier auf der Insel. Okay. Na dann passt's. Mache ich das noch hier hinten? Naja, eigentlich eher nicht, ne? Ich brauche ja hier so eine Lehmschöpferei. Definitiv bei dem Wasser hier. Also hier brauche ich eine Lehmschöpferei. Es geht gar nicht anders. Im Flussgrundstück. Ich brauche Lehm auf der Insel. So, und hier hinten kann ich mit viel Wohlwollen vielleicht noch ein bisschen Indigo anbauen. Oder ein bisschen Okay. Teff. Naja, ich hole euch mal wieder zurück zu mir. Ach, du warst immer noch bei mir drauf. Ich war die ganze Zeit jetzt bei dir. Ich habe ja auch nicht viel gemacht. Ich habe ja wirklich nur jetzt Bananen angepflanzt. Ich habe meine Zuckerrohrplantagen erweitert. Also so diesen Ich hätte ganzen nicht so Quatsch. viel verlangen sollen. Ja, Den ganzen hättest du wirklich nicht so viel Schnulli. verlangen sollen. Also Indigo wäre halt noch sinnvoll, ne? Ich das Eine. irgendwie hier hinkriegen könnte. Aber Teff halt auch. Ja, mein Gott, dann nimm dir halt noch eine Insel. Es lässt sich manchmal nicht Ja, muss ich vermeiden, sowieso. Ich will es halt trotzdem, ne? Dass ich nicht so viel auf der anderen Insel machen muss. naja, klar. Verstehe schon deinen Struggle, aber manchmal ist es halt. Bist du an einem Punkt, wenn du Vier merkst, es reicht vorne und Teff-Form! hinten nicht? Und vier Indigo-Form! Alles klar, hat sich komplett erledigt. Siehst du? Problem ist, ich kann mir die Insel nicht nehmen. Weil dazu Warum brauche nicht? ich Lehmziegel. Und die Lehmziegel muss ich erst anbauen. Kannst Und du nicht dazu normale brauche Ziegel ich Teff. aus der alten Welt holen? Nein, du brauchst Lehmziegel. Aha, fiese Sache. Ist so. Kannst du sie Also ich vielleicht muss irgendwo sowieso. kaufen? In Nee, Besa habe gibt ich es auch schon bestimmt auch einen geguckt. NPC. Ja, Ja, nee, hat er safe. nicht. Er hat nur das hier gegenwärtige Wanzabretter. Also die Ja, okay. Interessant. Holzbretter. Ja gut, dann muss ich hier Teff anbauen. Dann ist es halt so. Ah, mein Rumproblem löst sich gerade, stelle ich fest. Sehr, sehr gut. Hä? So. Feuer? Wie? Wo? Ach, hier! Hat gleich mal Feuerchen ausgebrochen, du. 25 Grad. Nein! Nein! Doch, doch. Das So. ist jetzt nicht wahr! Soll ich bei dir drauf gucken? Ist was Lustiges? Verbindung zu einem Kanal erforderlich. Wie soll ich das denn machen? Der Kanal ist hier oben! Und wieso kannst du denn da oben nicht hinbauen? Soll ich die Feuerwache da oben hinbauen oder was? Naja. Ah, die muss doch in der Nähe sein, oder nicht? Hat hier eine relativ große Reichweite. Oder kannst du von da oben noch einen Kanal darunter ziehen? Good question. Aber ja, na klar, ich meine, die Feuerwehr braucht Wasser, ne? Nee, so viele Bauplätze habe ich nicht mehr. Mussten ja nicht ganz runter zur Feuerwehr. Also es reicht ja, wenn die Feuerwehr ein bisschen in der Nähe ist. Also wenn du die Hälfte des Weges mit einem Kanal ziehst und die Feuerwehr noch ein Stück in Richtung Kanal schiebst, dann sollte das ja eigentlich auch passen. Kann ich aber nicht Also sagen. braucht man doch Wasser in der Stadt. Ich dachte mir sowas schon. Ja, offensichtlich, ja. Na gut, wenn das Rumproblem gelöst ist, kann ich ja mal wieder in die alte Welt zurückkehren. Und mal von Kevin wieder runtergehen. Bevor ich es wieder ewig vergesse. Dann gucken wir noch mal unseren Lagerbestand an. Also Kleidung sieht wieder ganz gut aus, aber die tausche ich ja meines Wissens auch gerade aktuell immer wieder. Ach, guckt mal. Wir haben relativ viel Kleidung getauscht für Dampfmaschinen, die auch wieder voll sind.
So, und da wir jetzt auch relativ viel Kleidung haben, können wir da wieder ein bisschen runtergehen. Also so langsam blicke ich das Import-Export-System und finde es auch ganz geil. Aber es ist viel Arbeit. Das kann ich dir schon mal sagen. Ach du Kacke. Ich habe ja noch eine Quest für Dingsy angenommen. Die geht noch 5 Minuten. Auf Ihren Befehl. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich habe ja noch ein schnelles Dampfschiff. Und hier ist schon wieder... Ach Mensch, eine Quest für einen Bewohner. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich leicht ablenken lasse? Jetzt schon ein paar Mal, ja. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Was willst du denn haben? Versorgen Sie die Einwohner mit 16 Tonnen Fleischkonserven, aber nur, weil ihr es seid. Und auch nur 16 Tonnen. Wenn die alle sind, hört's auf. Ach, fuck. Hätte ich auch fast wieder vergessen, ne? Meine Ölraffinerie ist ja in die Luft geflogen. Das heißt, ich habe schon seit geraumer Zeit keine Ölproduktion mehr. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Kurs setzen. So, was machst du? Du bist auf dem Weg. Ist einigermaßen witzig. Guck mal, das. Ich eine Quest auf deiner Insel habe. Oder? Nee. Was soll ich denn da machen? Oder hast du eine Quest? Musst du deine Bewohner für irgendwas versorgen? Nee, ich habe gerade keine Quest offen, nee. Weil ich habe bei mir ein Sternchen auf der Karte bei in Jacksonville. Und da sind auch Bewohner mit einem äußerst subtilen Pfeil über dem Kopf, aber das steht Zielort. Ich kann aber nichts damit machen. Also keine Ahnung, was ich denen liefern soll. Falls sie falsch spielen... Ich habe ein Stadtfest in Jacksonville. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Oh, ich habe es wirklich noch geschafft. Das war ja leicht. Auf die Station! Okay. Schiff, ja, verstehe ich nicht. Beschuss. Das ist alles. Was? Was ist denn nur wieder... Ah! Was ist denn jetzt los? Megataubers! Megataubers! Nein! Was ist denn das für ein Hinterhalt? Oh. Was? Alter, was für eine insane Flotte. Da komme ich auch mit meiner restlichen Kriegsflotte nicht hinterher. Zumal ich gerade überhaupt nicht weiß, wo die ist. Treibt sich überall sonst wo rum. Hier ist noch eins. Ich glaube aber nicht. Werde ich. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Megataubers. Überhaupt nicht. Jetzt kann ich wahrscheinlich schon mal anfangen, ein neues Schiff zu bauen. Das wird er nicht schaffen. Oh, was für eine asoziale Quest, Junge. Und ich freue mich noch. Oh, die war ja einfach. Ach nee, das ist Teil 2. Zerstören Sie 2 Fregatten, 2 Kanonenboote und ein Linienschiff. Ja, wonach sehe ich denn aus? Naja, wo ist meine Dampfschiffwerft? Kann ich gleich ein neues Kriegsschiff in Auftrag geben? Oh, und er hätte es fast noch geschafft, zurück nach Dingens zurück. Ein Schiff wurde zerstört. Scheiße, er hätte es fast geschafft, zurückzukehren, ne? Aber vielleicht kann ich es ja irgendwie zu meiner Insel locken. Dann habe ich immer wieder den Vorteil, dass ich schnell reparieren kann. Müsste halt nur wissen, wo... Ach so, das ist gerade auf dem Weg Richtung Bethlehem heben. Na, ganz toll. Da ist es auf einem super Weg. Ah, die fahren wieder zurück. Das ist natürlich schlecht. Aber da kann ich zumindest mein Item saven. Das ist ja schon mal gut. Dann mit geballter Kraft nochmal angreifen. Oh, wie asozial. Leute. Ganz ehrlich. Jetzt fällt es mir auch auf die Füße, dass ich so lange gewartet habe, mit meiner Wiederaufbau der Ölraffinerie, weil ich habe nämlich kein Öl mehr auf meiner Hauptinsel. Das heißt, ich kann gerade gar kein Schiff bauen, kein Schlachtschiff, weil mir einfach der Strom fehlt. Also hier kommt gerade alles zusammen. Merk's, ne? Den Stockel, den ich am Anfang hatte, hast du jetzt so ein bisschen. Mhm. Also, dass mein Megataubers gerade gesunken ist, das trifft mich deep immer hart. Eine das klärt natürlich Lösung. Auch meine Bilanz, dass sie so schlecht ist, ne? Weil ich habe ja quasi keinen Strom mehr für meine Bewohner. Das heißt, da sind wahrscheinlich ein paar ausgezogen, weil sie ihr Toast nicht mehr toasten können. Aber das heißt im Umkehrschluss ja auch, dass ich weiß, wie ich es wieder unter Kontrolle kriege. Es wird halt jetzt eine kurze Zeit in Anspruch nehmen. Achtung, Admiral anwesend. So, Öltanker. Hast du wieder Öl dabei? Du bist ja gar kein Öltanker. Du bist ein Öltanker.
Oh, du hast ein bisschen Öl dabei. Finde ich super. Ach Mensch, mein Schlachtschiff wird gebaut. Das ist schön. Das ist schön. Und meine Bilanz steigt auch allmählich wieder. Das ist schön. Das ist schön. So, konnte ich mein Item recovern? Hä? Ist jetzt despawned? Junge, das war ein episches Item. Magisch. Jetzt ist nicht mehr so episch, ne? Finde ich jetzt gar nicht so lustig, wie du vielleicht denkst. Wie schnell despawnen die denn bitte? Ich habe doch extra am Schiff gesagt, er soll den... Wow. Einfach, also das ist einfach wow. Die Quest triggert mich gerade hart. Also das ist echt richtig mies. Bisschen bitter alles, ne? So, kann ich hier dieses kleine Schimmelboot schon mal angreifen? Achso, ich bin immer noch bei dir drauf. Hm. Naja, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass er hier despawned ist. Glauben das bestimmt. Bin mir da sicher. Ey, wie schnell muss man denn da sein, um das Zeug zu recovern? Ich meine, ich kann doch nichts dafür, wenn die Schiffe Gegenwind haben. Da warst du schon direkt neben meiner Insel, ne? Also es ist ja nicht mehr so, dass ich jetzt weit fahren musste. Wenn das irgendwo sonst wo in der Walachei untergeht, das Schiff, kannst du ja quasi safe deine Sachen nicht mehr recovern. Naja, da ist der legendäre Typ hier leider ertrunken, ne? Also es hat mich 2 Schiffe gekostet und ein episches Item. Um die Schiffe bin ich nicht so, ne, drauf geschissen. Aber die epischen Items, die tun mir richtig weh. Also das epische Item. Ich soll jetzt noch eine Geleitschutzaufgabe machen. Du hast doch echt eine Meise. Du hast da echt eine Sabbel nie gehört. Ach. Nur weil ja schon wieder eine Krankheit ausgebrochen ist. Was will mich dieses Spiel denn heute zu unten Poppes ficken? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich krank bin. Ruhig dich mal. Tendenz minus 250 bei den Besuchern. Warum das denn? Hä? Aber weswegen? Weil ein Stadtfest wahrscheinlich vorbei ist, oder? Hast du ein Stadtfest, was jetzt nicht... Ach, nee, weil es ja ein Touristenhafen ist wahrscheinlich. Und ich kein Grand Hotel hab und so. I guess, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich hatte vorhin auch minus 200 kurz nach meinem Stadtfest. Ich bin jetzt schon eine Weile weg eigentlich. Stadtfest, aber ja, könnte auch sein, dass es noch daran liegt. Ach ja, na wenigstens mein Rumproblem ist erstmal wieder ein bisschen unter Kontrolle. In der Arktis habe ich heute erwartungsgemäß gar nichts gemacht. Ich habe es aber gesagt, du wirst die Hälfte von dem, was du dir vorgenommen hast, nicht schaffen. Du hattest absolut recht, Kevin, absolut. Ich sehe gerade, ich habe hier noch Kartoffeln. Das heißt, es ist eigentlich dumm gewesen, hier schon die Schnapsbrennerei abzubauen. Die baue ich mal wieder hin, um die restlichen Kartoffeln noch zu verbraten. Pelzmäntel. Ah, shit, stimmt ja. Ich wollte ja meine Baumwoll... Nee, Moment mal. Ich habe meine Baumwollproduktion noch erhöht, oder? Also ich habe hier unten extrem viel Rum- und Baumwollstoff und ich habe einfach kein Schiff, was es in die alte Welt transportiert. Noch nicht. Schiff kommt noch. Vom Stapel gelaufen. Was? Mein neues Kriegsschiff ist da. Deswegen ist meine Bilanz auch wieder so im Keller. Das ist doch wie immer, ne? Und zu Ehren meines ersten Schiffes nenne ich es Mega Taubos 2. Okay. So. Zack, 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 zack. Das wird hier nicht besonders schön gebaut, da es ja nur eine Produktionsinsel ist. Geht's nur darum, dass es funktioniert? So, meine Flotte ist wieder komplett, das heißt... Zum Weinen bringen, wie ein Kind. Ach, N! Ist interessant, dass das, die Events immer für alle gleichzeitig getriggert werden. Ja, ja. Das wird eine lange Reise. Und wenn mein Frachtschiff hier fertig ist, dann kann ich es direkt in die Handelsroute integrieren. Kann ich eigentlich, mal eine ganz dumme Frage, eine Handelsroute auf mehrere Schiffe verwenden? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ja. Ja. Oh Mann. Weiß nicht, wie viele Spielstunden Anno ich in meinem Leben angesammelt habe, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, einer Handelsroute mehrere Schiffe zuzuweisen. Das ist tragisch. Um hier gleich mal den Knowledge Hammer zu schwingen. Oh, und Captain Morris war da. Das heißt, ich kann mal ganz kurz gucken.
was ich jetzt eigentlich gerade importiert habe. Gehen Sie mal weg. Ach, Kleidung hole ich mir noch. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Was könnte ich mir denn... Hör mal auf. Es dauert halt echt lang bei diesem Speicherstadt-Ding. Was ich heute auch das erste Mal spiele übrigens. Es dauert echt lang, bis man da gescheite Sachen ran in die Karte bekommt. Ja. Also die Sachen, die man wirklich braucht, sind halt alle noch gesperrt. Praktisch. Da brauche ich einen weiteren Pyramidensockel. Was immer das bedeutet. Den schalte ich bei 1000 Exportvolumen frei. Ich glaube, ich bin bei 50 oder so. Brauche ich Seife? Nicht viel. Schnaps? Auch nicht viel. Aber egal, ich hole mir Schnaps dafür. Because why not? Because reasons. Der kommt ja eh erst in ein paar Minuten wieder, der Maurice. Bis dahin können wir ja mal sehen, wie sich's entwickelt. Werde ich sowieso vergessen. Aber egal. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss und Seeschlacht fasziniert das Volk. Ja, habe ich jetzt keine Zeit, wird veröffentlicht, können wir machen. Eskaliert es denn? Ach hier, ihr kleinen Popelschiffe wollt und meiner Flotte gefährlich werden. Nee, 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 nicht nochmal, Freundchen. Kannst du direkt vergessen, dass wir das nochmal anfangen. Meine Schiffe kannst du dir angucken, aber nur von unten. Real Weapon, so. Also da bin ich jetzt gnadenlos, was das angeht. Selbst wenn sie die weiße Fahne hissen, wird trotzdem weiter gefeuert. Gut, aber ich glaube, ich wäre dann allmählich soweit. Ja. Ja, das ist ein doch einigermaßen zufriedenstellendes Ergebnis, was ich hier habe. Meine Bilanz ist zwar immer noch am Ab... Oh ja, die sinkt gerade ins Bodenlose. Na ja, schön. Achso, weil die immer noch keine Elektrizität haben. Wieso denn eigentlich? Ach, hier gibt's keinen Hibiskus. Ich möchte das andere anbauen, hä? Ja, ist auch okay. Hä, warum ist denn meine Bilanz im Ärmel? Minus 1000. Oh, basically das, was wir uns alle schon gefragt haben hier, ne? Ach so, weil ich keinen Kaffee mehr hab. So. Bereit zum Auslaufen. Ich glaube, ich produziere nicht mehr genug Öl. Und das ist ein Problem. Ich habe weder Rum, noch Nähmaschinen, noch Kaffee. Das wird ein lustiger nächster Stream. Ist wirklich so, ja. Ich gehe erstmal nach Embesa. Während ich langsam wieder in die Spur komme, höre ich bei Kevin raus, dass es die Laune so langsam am Droppen ist. Deswegen machen wir jetzt auch gleich... So ist es ja. Also Schicht. Elektrizität wird mich beim nächsten Mal, glaube ich, hoffe ich, dass ich dran denke, dass ich da etwas investieren muss. Ich gucke gerade schon, ob ich irgendwo vielleicht noch hier eine Insel habe mit Ölbohrstellen. Ich glaube es aber nicht. Die hier hätte ich noch. Nee. Ja, das heißt, ich muss wahrscheinlich in der neuen Welt das Öl fördern. Ist ja auch effizienter, da gibt es ja viel mehr. Aber in weiser Voraussicht. Was kostet mich denn so ein Öltanker? Ja, was soll's, brauchst du sowieso. In weiser Voraussicht baue ich schon mal einen Öltanker. Da wird mich dann nämlich das nächste Mal dran erinnern, dass ich in die neue Welt muss und mehr Öl rankarren muss. Hört doch nicht. Ja doch, weil irgendwann frage ich mich ja dann, wieso steht denn da ein Öltanker? Oder wieso ist denn da ein Öltanker vom Stapel gelaufen? Das wird dauern. Schön, dass du so viel Vertrauen in mich hast, Mensch. Wahnsinn. Kenn dich doch einfach nur, hä? Ja, ja. Schon okay. So, ich gleite gerade nur noch über meine Insel, weil ich nicht mehr genau weiß, was ich machen soll. Beziehungsweise weiß ich nicht, lohnt es, so was Großes anzufangen. Nee, ist richtig. Meine Waren sind weitestgehend zumindest in Ordnung. Ich würde sagen, bis auf... Ja, rum wird auch schon wieder kritisch. Aber da habe ich ein neues Schiff für gebaut. Das sollte sich also einpegeln. Das größte Problem, was ich jetzt noch habe, ist Öl. Und dann geht es wahrscheinlich das nächste Mal weiter.
mit der Auslagerung meiner Betriebe. Ein Stück weit habe ich es ja schon geschafft. Bin ich ja ganz happy, dass ich zumindest schon mal die grundlegenden Sachen jetzt auslagern konnte, auch wenn es für die Stadtattraktivität jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gebracht hat. Muss es trotzdem weg. Und ich denke, das nächste Mal kommen wir dann dazu, dass ich die ganzen Smog-Produzenten auch mit wegkriege. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, das Einzige, was ich gerne hier lassen würde, sind die Getreidefelder. Ich finde, die sehen optisch echt cool aus. Und ja, nächstes Mal geht es auch wieder in die Arktis. Können wir nochmal hingehen, damit wir sagen können, wir waren mal da. Oh Mensch, da gibt es ja eine Quest für mich. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich leicht ablenken lasse? Ja, schon das vierte Mal jetzt, glaube ich. Wo sind die? Die würde ich noch schnell annehmen, damit ich sie das nächste Mal vergessen kann. Okay, mach das. Gesetzt den Fall. Ach, hier oben ist sie. Oder ist es nur ein Geschenk? Das wäre natürlich famos. Eine Fotografieaufgabe. Nee, okay, das kann ich ja sogar wirklich jetzt noch machen. Blauball fotografieren. Nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil der auf dem einzigen Streifen in der Arktis ist, den ich noch nicht entdeckt habe. Spitzensache. Okay, nee, dann mache ich es nicht mehr heute, dann mache ich das nächste Mal. Dann muss ich halt mein Schiff schon mal runterschicken, dass ich das Stück entdecke und ein Foto machen kann. Genau, aber auch da soll es weitergehen, denn auch das ist ja durchaus... Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Das ist ja auch durchaus eine gute Quelle, um Strom zu produzieren, wenn man hier an die Gasvorkommen mit den Zeppelinen rankommt. Das heißt, vielleicht sollte ich es nicht ganz aus den Augen verlieren. Aber Kevin, ich würde sagen, wir packen es für heute auch mal. Ja. Es war ein langer Stream, es war ein heißer Stream. Ist so, ne? Und ich gehe heute mit einer Bilanz von minus 1,2 hier raus. Ich gehe mit einer Bilanz von minus 1,4 raus. Oh, schön. Da bin ich ja froh, dass wir beide am Abkacken sind. Ich glaube, da haben wir das nächste Mal viel zu reparieren. Das Spiel hat es gerade gespeichert. Perfekt, kann es ja nicht sein. Und ja, wenn es das nächste Mal einen Stream gibt, wie gesagt, Anno schaffen wir momentan leider einfach nicht regelmäßig, dann guckt doch einfach, wenn ihr Interesse habt, bei uns auf Twitter oder auf Instagram vorbei. Da kündigen wir das vorher immer an, damit ihr Bescheid wisst. Ach Mensch, da muss ich doch nochmal speichern. Ich habe gerade nochmal 30.000 von La Fortune bekommen. Genau, guckt da rein. Wir sagen Bescheid, wenn es da einen Stream gibt zu Anno. Und dann schauen wir mal, an wie viel von dem, was wir jetzt am Ende gesagt haben, wir uns beim nächsten Mal noch erinnern können. Achso, was noch? Habe ich fast vergessen. Wenn euch das ganze Anno-Gezeug, was wir hier spielen, tatsächlich interessiert, dann guckt gerne mal bei uns auf YouTube vorbei. Das hat ja Unisom schon gemacht. Da gibt es von den Streams hier kleine Zusammenfassungsvideos, die einmal die Woche rauskommen. Die sind immer ein bisschen hinter Twitch her, macht aber gar nichts. Aber da gibt es auch quasi den Stream nochmal zum Nachgucken, ohne die ganzen langweiligen Zwischenmomente, wo eigentlich nichts passiert. So, ja, ich glaube, das war alles, ne? No. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns wirklich, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen natürlich, wir sehen euch auch mal wieder. Bis dahin, habt eine wundervolle Zeit. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüssi.